kurz. Das sind die jungen Damen und Herren. In dem Film sind jetzt noch nicht mal alle Interviews. Es waren rund 30, glaube ich, die ihr aufgezeichnet habt. Ihr habt hier zusammengefasst einen Querschnitt, der in der Gewichtung der positiven und negativen Antworten dem Querschnitt entspricht, den ihr quasi in den 30 Interviews ermittelt habt. Und als ich den Film vor ein paar Tagen zum ersten Mal sah, dachte ich, Angstgefühle. Mir fiel spontan dieser Song ein von Juliane Werding aus den 70er Jahren. In Abwandlung, wenn du fühlst, du fühlst, du hast Angst, dann fühlst du nur, du fühlst und so weiter und so fort. Ich war mir plötzlich nicht mehr sicher, ob diese ganze Frage nach der Angsthysterie überhaupt noch so ihre elementare Berechtigung hat oder ob wir nicht auch die mal neuer durchleuchten müssen, auch wenn euer Film natürlich jetzt wissenschaftlich nicht repräsentativ ist im Sinne einer Umfrage unter, sagen wir mal, 2500 Leuten. Aber herzlichen Dank, dass ihr es gemacht habt. Wunderbar. Und wir werden uns jetzt der Frage auf der nächsten Ebene mit Europol, Kommunikationswissenschaft und dem Deutschen Richterbund und ihren Vertretern, ich bitte Herrn Jens Gnieser aufs Podium, Herrn Dr. Jan Ellermann und Dr. Bittloh. Wo ist er geblieben? Ach, da hinten. Herr Gnieser, kommen Sie hier in die Mitte und Herr Bittloh dort. So, das sind jetzt sehr unterschiedliche Persönlichkeiten, die um mich herum sitzen. Ich möchte sie Ihnen zunächst kurz vorstellen. Hier zu meiner von Ihnen aus gesehen Rechten sitzt Dr. Jan Ellermann. Er ist auch Jurist und Senior Specialist Data Protection Office Europol Den Haag. Also er ist von recht weit heute zu uns gekommen. Sein Schwerpunkt ist die Weiterentwicklung von Datenverarbeitungsprozessen zur Prävention und Verfolgung von Schwerkriminalität und Terrorismus. Danke, dass Sie zu uns gekommen sind. Zu meiner Linken sitzt Herr Jens Gnieser. Auch Jens Gnieser ist Jurist und er hatte viele leitende Funktionen an diversen Amts- und Landgerichten Paderborn und Bielefeld inne und heute ist er der Vorsitzende des Deutschen Richterbundes. Herzlich willkommen und danke, dass Sie auch die juristische Seite für uns beleuchten wollen. Und ganz außen sitzt Dr. Oliver Bittloh. Er ist Kommunikationswissenschaftler und Soziologe und inzwischen auch als selbstständiger Verleger tätig. Professor Kai Hafes musste leider kurzfristig absagen, aber diesen Part, denke ich, wird Herr Bittloh souverän mit übernehmen können. Ich würde bitten, dass Sie ganz kurz hintereinander uns erstmal Ihre Position zu der Fragestellung, leben wir in einer realen Bedrohung oder in einer hysterisch gefühlten Sicherheit? Ist die Kommunikation zwischen Forderung nach mehr Sicherheit, um was eigentlich abzusichern, in dieser Form berechtigt, wie wir sie führen oder wie sehen Sie Ursache und Wirkung? Herr Ellermann. Ja. Vielen Dank erstmal für die Einladung, hier sprechen zu dürfen. Danke an die Polizeidirektion Osnabrück, aber auch an die Uni. Ja, ich hatte einen etwas längeren Anfahrtsweg. Ich komme aus Den Haag. Europol, für die, denen das nicht so bekannt ist, ist halt eine Agentur der EU. Wir haben etwa 1200 Angestellte unter einem Dach. Und bei allem, was wir machen, geht es letztlich um Bekämpfung und Prävention von Schwerkriminalität und Terrorismus. Ich habe mich gefreut bei dem Film hier, da ist auch Datenschutz einmal erwähnt worden. Das ist natürlich sehr hoffnungserweckend. Wir arbeiten sehr viel mit personenbezogenen Daten, insbesondere wenn es um Kriminalanalyse geht. Und das Thema der heutigen Veranstaltung, in dem Kontext wollte ich erwähnen, dass seit Januar 16 Europol das Zuhause des European Counterterrorism Center ist, ECTC, kürzen wir das ab.
Und wenige Wochen später ist auch der European Migrant Smuggling Center, EMSC, eröffnet worden. Und letztlich war diese Eröffnung des EMSC eine Reaktion auf die sogenannte Migrationskrise, während die Eröffnung von ECTC letztlich eine Reaktion auf die Attacke auf das Satirenmagazin Charlie Hebdo seinerzeit war, im Januar 15. Letztlich dann natürlich auch die Bataclan-Attacke hat da eine große Rolle gespielt in dem Kontext. Wir erinnern uns, dass an dem Tag alleine in diesem Theater 130 Menschen gestorben sind und die Bedrohung durch den Terrorismus natürlich seitdem auch immer wieder im Herzen Europas sich realisiert hat. Ende letzten Jahres etwa ist erwähnt worden mit dem Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt in Straßburg. Da gab es einen um sich schießenden Angreifer, der 5 Menschen tötete, bevor er später von Polizeikräften, wie das dann so schön heißt, neutralisiert wurde. Deutschland ist auch nicht verschont geblieben. Anis Amri ist hier schon erwähnt worden. Und für uns bei Europol heißt das, dass die Entwicklungen der letzten Jahre die internationale Polizeikooperation im Terrorismusbereich definitiv verändert haben. Namentlich heißt das, dass der Informationsaustausch, der polizeiliche Informationsaustausch im Bereich Counterterrorism sich bei Europol verdreifacht hat seit 2016. Und was auch ganz interessant ist, ist, dass unsere Organisation mittlerweile auch unmittelbar nach Terrorismusattacken in die Arbeit eingebunden wird. Das war vorher nicht immer so der Fall. Allerdings finde ich, dass wir nicht nur die Auswirkungen auf die Polizeiarbeit hier thematisieren sollten, sondern auch solche auf die Gesellschaft im weiteren Sinne. Und ich habe mich ein bisschen vorbereitet auf diese Veranstaltung, habe dann ein interessantes Interview gelesen von einem Professor Giegerenzer, der beim MPI in Berlin arbeitet. Und der hat so schön gesagt, die Angst ist das Ziel. Terroristen wollen, dass wir uns unsicher fühlen. Aber wir können lernen, die Gefahr richtig einzuschätzen. Das ist etwas, was wir heute Morgen auch von Professor Singelstein eindrucksvoll gehört haben. Ich finde, als Polizei können wir einen Beitrag dazu leisten. Bei Europol zum Beispiel geben wir den TSAT raus. TSAT ist wieder eine tolle Abkürzung. Das steht für strategische Analyse, Terrorism Situation and Trend Report. Und da habe ich einige relevante Kerndaten mitgebracht. Demnach haben wir im vergangenen Jahr, oder die Zahlen beziehen sich noch auf 2017, das ist der TSAT 2018, der 19er ist gerade noch in der Mache sozusagen. Aber was wir da gesehen haben, ist, dass in den vergangenen Jahren ein Anstieg in der Anzahl dschihadistischer Anschläge vorgelegen hat, deren Komplexität auf der anderen Seite abgenommen hat. Wenn man jetzt so sich 9-11 nochmal vergegenwärtigt, wir haben heute keine solchen Attacken mehr, sondern was wir sehen, sind letztlich Messerattacken oder Nutzung von Fahrzeugen, selbstgebaute Sprengsätze mitunter, natürlich auch Feuerwaffen. Ja, ich bin noch ziemlich laut, oder? Ja, es geht. Na gut, es geht noch lauter. Dschihadistische Anschläge verursachen allerdings weiterhin die größte Anzahl von Todesopfern bzw. Verletzten. Hier auch ein paar Zahlen, die ich mir aufgeschrieben habe. In 2017 waren das 68 Todesopfer, 844 Verletzte in der EU. In der EU? In der EU. Als Europol-Vertreter kann ich nun auch sagen, guten Gewissens, jeder Verletzte, jedes Opfer ist ein Opfer zu viel. Auf der anderen Seite bin ich auf der Auffassung, dass wir solche Daten als Gesellschaft im Gesamtkontext stellen müssen. Um nochmal den besagten Risikoforscher vom MPI in Berlin zu zitieren, in Deutschland ist es wahrscheinlicher, von einem Blitz getroffen, als von einem Terroristen erschossen zu werden. In den USA, das ist auch ganz spannend, in den USA ist es in den meisten Jahren wahrscheinlicher, von einem Kleinkind erschossen zu werden, das mit der Waffe der Eltern rumspielt, als durch einen Terroristen. Wenn wir uns die 70er und 80er Jahre angucken, da die RAF-Problematik, da waren in Deutschland wesentlich mehr Terroranschläge als heute. Also in Zusammenfassung kann man sagen, die Gefahr durch einen Terroristen ums Leben zu kommen, ist in den letzten 40 Jahren in Deutschland deutlich zurückgegangen. Eine andere sehr interessante These, finde ich, aus dem TSAT-Report ist, dass das gewaltbereite rechtsextreme Spektrum sich wesentlich ausweitet. Teilweise getrieben durch Ängste im Zusammenhang mit einer als solchen empfundenen Islamisierung der Gesellschaft, auch im Zusammenhang natürlich als der mit Bedrohung wahrgenommenen Migrationskrise.
Und da in dem Kontext wollte ich auch kurz auf die Vorgänge in Chemnitz zurückkommen, die, finde ich, ein ganz anschauliches Beispiel sind. Wir erinnern uns, da gab es Messerstiche, durch die ein Mann tödlich und zwei weitere schwer verletzt worden waren. Es gab Gerüchte über einen Migrationshintergrund der mutmaßlichen Täter. Das hatte zur Folge, dass rechte und rechtsextreme Gruppen zu Demos aufgerufen haben und in der Folge dann organisierte Rechte und Neonazis tatsächliche oder vermeintliche Migranten, Gegendemonstranten, Polizisten sowie Pressevertreter und unbeteiligte Passanten sowie auch ein jüdisches Restaurant angegriffen haben. Vor kurzem noch ist es Silvester in Essen und Bottrop wieder zu einem Zwischenfall gekommen, bei dem ein Mann mit seinem Auto vorsätzlich in Menschengruppen gefahren ist und 8 Menschen teils schwer verletzt hat. In diesem Fall kamen die meisten der Opfer aus Syrien und Afghanistan. Polizei und Staatsanwaltschaft sprechen in diesem Zusammenhang von einem gezielten Anschlag und der Tatverdächtige handelte offenbar aus rassistischen Motiven. Nach eigenen Angaben wollte der Täter, Zitat, Kanaken töten. Es gibt auch datenschutzrechtliche Folgen dieser ganzen Entwicklung. Die sind einigermaßen komplex natürlich, aber interessant fand ich Anfang des Jahres zum Beispiel, Sie erinnern sich sicher, da hat ein junger Mann, Johannes S., nicht nur aus Ärger über links versiffte Gutmenschen personenbezogene Daten von hunderten Politikern und Prominenten ins Netz gestellt. Da geht es um dieses sogenannte Doxing. Die hat er sich besorgt im Umfeld rechter sogenannter Hacktivisten und wurde ideologisch offenbar auf einschlägigen YouTube-Kanälen radikalisiert. Ganz allgemein gesprochen befeuern Terroranschläge natürlich europaweit wieder die Diskussion über die notwendige Erweiterung von Einschränkungen von Grundrechten zugunsten von Sicherheitsbehörden. Ob aus islamistischen Motiven oder aus rechts- oder linksextremistischer Gesinnung heraus, spielt insoweit eigentlich keine Rolle. Insoweit fürchten eben nicht nur Bürgerrechtler, dass der Datenschutz im Kampf gegen den Terrorismus auf der Strecke bleiben wird. Und ich finde, dass der öffentliche Diskurs über dieses Thema unheimlich wichtig und richtig ist. Deswegen finde ich auch, dass das hier heute so ein bemerkenswertes Event ist. Und ich stimme aber ganz mit dem überein, was vorhin auch der Professor Heinke gesagt hat. Wir dürfen uns nicht auf eine Diskussion hier einlassen, Freedom versus Security oder Freiheit gegen Sicherheit. Und das gilt auch im datenschutzrechtlichen Kontext. Das wäre nämlich das Motto, wenn wir Datenschutz hochfahren, bekommen wir weniger Sicherheit und umgekehrt. Das ist, mit Verlaub gesagt, Blödsinn. Die Realität ist, dass Sicherheit und Freiheit einander natürlich ohne Zweifel beeinflussen. Wir sprechen da oft, das ist kein Zero-Sum-Trade-Off. Das ist also nicht so, dass es das eine oder das andere geht, nur geben kann, sondern ganz im Gegenteil, in ganz, ganz vielen Situationen kann man beides schaffen. Man kann Datenschutz hochfahren und gleichzeitig mehr Sicherheit schaffen. Und daran arbeiten wir relativ hart bei Europol. Das ist da mein Job. Heute Nachmittag kann ich da noch mehr Details zu erklären. Aber das Thema der heutigen Veranstaltung ist aus meiner Sicht daher äußerst relevant und ich freue mich auf die weitere Diskussion mit Ihnen allen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Ellermann. Angst ist das Ziel. Man kann fast vermuten, es wäre teilweise schon erfolgreich gewesen und bezieht dann auch nochmal die These von Herrn Singelstein mit ein. Wir müssen lernen, damit umzugehen, jedenfalls in Teilen der Bevölkerung eben umzugehen, auch mit Ängsten, die vielleicht natürlicherweise in uns wachsen. Aber wie wachsen die denn eigentlich, Herr Bittlow? Das ist noch immer das große Rätsel. Wir haben das ja auch vorhin gerade im Film gesehen, es ist sehr unterschiedlich. Die ältere Dame, die sagt, ja nein, ich traue mich nicht mehr auf die Straße, das kann man ja wirklich heutzutage nicht mehr machen. Hat sie wahrscheinlich auch seit Ewigkeiten nicht gemacht, sie kann es also eigentlich gar nicht beurteilen. Was geht hier vor sich? Woher kommen diese Angstformulierungen? Also als Kommunikationswissenschaftler bin ich ja sozusagen als Medienmensch auch eingeladen worden, deswegen wird das auch natürlich, weil es auch Substanz hat, eine entsprechende Position sein, also inwieweit auch die Medien da ihre Rolle spielen. Allerdings, um sozusagen direkt mit dem Statement dann auch dazu überführen, schließt sich eigentlich an den Vortrag von Herrn Singelstein an. Also es geht mir, also um das zu verschlagworten, die kommunikative Konstruktion von Kriminalitätsfurcht könnte man es nennen. Es geht also darum, scheint sich ja, also zeigen zumindest einige Debatten,
die sich so entspinnen, dass es ja zu einem Widerspruch kommt, zu einem scheinbaren Widerspruch zwischen objektiv gemessener Kriminalität, nehmen wir mal die PKS als Beispiel, mit all ihren Fallstricken und Problemen, die sie vielleicht trotz allem hat, auf der einen Seite, und wir da sinkende Kriminalitätszahlen verzeichnen können, aber auf der anderen Seite in Teilen der Gesellschaft dennoch ein Gefühl von Kriminalitätsfurcht sich scheinbar etabliert und sich, ich weiß nicht, vielleicht sogar auch verfestigt. Und interessant ist, ich fand dieses Wort, den O-Ton von dem Präsidenten des BKA ganz interessant und wichtig, dass also Gefühle eben auch Fakten sind. Gleichwohl schieben wir scheinbar, das ist mir auch in den bisherigen Gesprächsbeiträgen schon irgendwie aufgefallen, suchen wir doch immer wieder den Bezug zu den objektiven Kriminalitätszahlen, um die wieder durch die Hintertür doch wieder einzubringen, weil wir scheinbar irgendwie Schwierigkeiten haben, das miteinander irgendwie in Einklang zu bringen. Und natürlich besteht da sicherlich auch ein Zusammenhang zwischen beiden, aber ein Punkt, der schon von Herrn Singelstein gemacht wurde, den ich auch gerne machen möchte, ist zunächst erstmal die objektiven Kriminalitätszahlen und die, also die gemessene Kriminalität auf der einen Seite und die erhobene Kriminalitätsfurcht auf der anderen Seite als zwei unterschiedliche soziale Entitäten zu betrachten und das eben tatsächlich als zwei unterschiedliche soziale Entitäten zu betrachten. Denn dann zum Beispiel, wir kennen ja dann auch solche polemischen medialen Äußerungen dazu, schaut her, die Kriminalitätsraten sinken, aber dennoch, die Leute haben Angst, was ist da los, das kann doch nicht wahr sein. Und schnell ist man auch bei dem Begriff des Postfaktischen, dann den Leuten also sozusagen gegenüberzustellen, zu sagen, ihr seid letztendlich postfaktisch. Ja? Euch interessiert gar nicht die Realität, sondern nur euer subjektives Empfinden. Also nochmal Punkt 1, Kriminalitätsfurcht ist ein reales soziales Phänomen, das als solches eben ernst genommen werden muss. Daran anschließend, während Kriminalität ihren Ursprung in regelbrechenden Taten hat, ist Kriminalitätsfurcht im Wesentlichen ein kommunikatives Erzeugnis. Fragt man also danach, wie es um die Kriminalitätsfurcht bestellt ist, lohnt sich eben dann auch ein Blick darauf, wie über Kriminalität kommuniziert wird. Und über die Kommunikation erhält dann die subjektive Kriminalitätsfurcht eine Intersubjektivität, eine intersubjektive gesellschaftliche Geltung. Wenn also die Kreditanstalt für Wiederaufbau beispielsweise, natürlich angestoßen durch die Bundesregierung, Kredite oder Vergünstigungen oder Gelder zur Verfügung stellt, damit ich meine Eigentumswohnung oder mein Haus sichern kann gegen Einbrecher, dann ist das eine gesellschaftliche Realität, also ein Faktum. Der Ursprung allerdings ist eben auch ein gewisses Maß an Kriminalitätsfurcht und natürlich auch die tatsächlichen Einbrecherzahlen. Das spielt natürlich auf jeden Fall auch eine Rolle. Natürlich kommen dann in Bezug zu der Frage, wie über Kriminalität kommuniziert, gesprochen wird, kommen dann meist allerdings etwas zu vorschnell in meinen Augen die Medien ins Spiel, die über Kriminalität, über innere Sicherheit und auch über Unsicherheit berichten. Medien sind seit längerem Akteure der inneren Sicherheit und die Medienwirkforschung hat ja, ja neuerdings, ich weiß nicht, ob man das als neuerdings bezeichnen kann, aber hat ja zum Beispiel in den letzten Jahren auch stark sich dem CSI-Effekt zum Beispiel zugewandt, der letztendlich eine Medienwirkforschung ist, also die Frage danach, wie zum Beispiel auch gewisse Medienformate dann sich auswirken im Alltag der Menschen oder eben in Bezug zu Stellungnahmen zu gewissen Dingen oder eben völlig falschen Vorstellungen, auch bei Gericht zum Beispiel. Aber heute sind, und das ist ganz wichtig, sind die Rezipienten selbst Medienakteure geworden in Form von Lesereportern, von Kommentarschreibern, von Abonnenten von Polizeinachrichten oder eben auch eigenen Verlautbarungen in den digitalen sozialen Medien, indem sie eben entsprechende Nachrichten rezipieren, liken, teilen und auch darüber mit anderen sprechen, also in Kommunikation treten. Zugespitzt formuliert könnte man sagen, das mediale Dunkelfeld in der Berichterstattung über Kriminalität ist kleiner geworden.
da heute kaum mehr Platz oder Zeitbegrenzungen, wenn wir die digitalen Publikationsmöglichkeiten hier uns anschauen, dass also heute kaum mehr Platz und Zeitbegrenzungen gibt, die zu einer Eingrenzung nötigen. Dass es eine solche Eingrenzung, Selektion von Seiten der Medien, worüber wird berichtet, worüber wird nicht berichtet, dass es die dennoch gibt, das liegt natürlich auch an Form des Agenda-Settings. Und da ist es eben ganz wichtig, Medienunternehmen haben ein Profil und das wollen sie schärfen. Sie haben eigene Vorstellungen von der Welt, bieten eigene Deutungen an und natürlich spielen auch ökonomische Erfordernisse sowas Triviales wie Clickbaiting zum Beispiel, also dass eben Klicks generiert werden müssen, eben auch eine Rolle. Als kurze Skizze, drittens, wie man vielleicht auch darauf reagieren könnte, sollte sich mehr als bisher, sollten sich die kommunikativen Prozesse der Erzeugung von Un/Sicherheit zugewandt werden. Ein solches auf Kriminalitätsfurcht bezogenes, ich nenne es mal Kommunikationsmapping, darf und sollte natürlich nicht die Form einer Überwachung haben, wären wir bei dem datenschutzrechtlichen Aspekt, sondern wäre vielmehr so eine Art Seismograph zu verstehen, von dem aus zum Beispiel zeitnah wechselnde Schwerpunkte lokaler Polizei- und Präventionsarbeit angestoßen werden könnten. Und ein solches Kommunikationsmapping, das ist mir auch wichtig, ließe sich auf Seiten der Polizei auch als ein selbstreflexiver Akt und als Zwischenschritt zu einer Form der kommunikativen Nachsorge verstehen. Denn das ist mir heute, das hatten wir gerade in der ersten Diskussion, vielleicht als kleinen Punkt, der ist mir noch ein bisschen zu undeutlich geworden, war noch zu unscharf. Natürlich ist Polizei heute auch ein Medienakteur, und zwar sehr wesentlich. Die Polizei stellt distribuiert Nachrichten über ihr Feld, über RSS-Feeds, über Facebook-Accounts, über Eingriffsmonitore zum Beispiel. Natürlich kann man das als Prävention verkaufen, aber bleibt es dabei, dass es nur Prävention ist, das sozusagen die Akteursperspektive ist, die der Prävention ist, aber auch bei den Rezipienten sozusagen, also bei die den Eingriffsmonitor sich anschauen, kommt bei denen auch Prävention an oder kommt bei denen nicht möglicherweise noch was anderes an? Also die Polizei-Apps und so weiter, all das sind Beispiele dafür, dass Polizei natürlich mitnichten heute nur noch sozusagen ein Informationsverteiler ist oder das noch über die Medien machen lässt, sondern natürlich Polizei hier schon selbst aktiv wird und entsprechend auch vielleicht noch stärker den Blick darauf lenken muss, was mit den Informationen, die sie verteilen, was damit passiert. Und wir hatten das ist jetzt schon ja, so 7, 8 Jahre her, in der Forschung zum Securetainment, also sehr schön auch nachzeichnen können, wie letztendlich so die Prozesse zwischen Polizeipressesprecher und auch den Medien funktioniert. Mal übernehmen die Medien 1:1 das, was Polizei sozusagen anbietet und verstellen vielleicht noch ein Wort, um so ein klein wenig das Gefühl zu haben, da haben wir auch was getan bei dieser Nachricht. Auf der anderen Seite wiederum auch schaut sich Polizei immer stärker auch an, wie Medien eigentlich arbeiten und wie man selbst sozusagen das Profil, was auch Medienunternehmen haben, Polizei hat auch ein Profil, wird auch ein Profil sozusagen distribuieren, wie man da sozusagen auch Nachrichten gestalten kann, sodass also auch entsprechendes, eine gewisse Außenwirkung also dasteht. Also zusammengefasst, Kriminalitätsfurcht ist ein sozialer Tatbestand, muss ernst genommen werden und darf also nicht vorschnell in den Bezug zu tatsächlichen Kriminalitätszahlen gestellt werden. Zweitens, Kriminalitätsfurcht ist wesentlich, nicht nur natürlich, aber ist wesentlich ein kommunikatives Erzeugnis und damit ist natürlich nicht den Opfern, also die, damit soll nicht der Primärviktimisierung oder so widersprochen werden. Natürlich jemand, der Opfer geworden ist, dem fällt alles andere dazu ein, als wenn ich dem sage, deine Angst ist kommunikativ konstruiert, sondern die ist faktisch passiert, weil er Opfer geworden ist. Also das ist natürlich ein anderer Punkt. Drittens, will man also mehr über Kriminalitätsfurcht
und entsprechende Konstitutionsprozesse wissen und erfahren, dann muss man die Kommunikation über Kriminalität auf analoge, also lokaler, analoger Art und Weise, wie auch auf digitaler Weise genau in den Blick nehmen. Ich habe das mal als so etwas wie eine Form von Kommunikationsmapping bezeichnet oder benenne es so. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Bittloh. Natürlich noch ein dritter Akteur neben Polizei und Medien, die Sie genannt haben, das ist der Rezipient, der letztlich natürlich immer noch die Wahl hat, sich einen Krimi oder eine Dokumentation anzuschauen, sich eine Sendung anzuschauen, die sagt, Attentat in Brüssel, stehen wir vor dem Untergang des Abendlandes, oder sie sagt, eine solide Grundlagendiskussion, was die Sender machen, diese Titel schon bewusst. Weil Sie wissen, die solide Grundlagendiskussion schaltet keiner ein, so ein Titel, aber Untergang des Abendlandes, oh, das ist aber spannend. Also es wird auch gespielt mit einer gewissen Sehnsucht, offenbar des Einzelnen, da muss man sich ja selbst an die Stirn klopfen und fragen, was ist das mit mir, dass ich den Untergang spannender finde als die Grundlage. Genau, also Sex and Crime, tatsächlich so alt dieser Spruch ist, das zieht natürlich immer. Oder das zieht ganz gut. Interessant ist, ja, also klar, also da sind wir eher vielleicht auch schnell in psychologischen Gefilden, die nicht meine sind, aber natürlich die Frage danach, inwieweit der Mensch immer auch schon den Drang hat, gewissen Voyeurismus zu schauen, das Deviante sich anzuschauen, zu schauen, was ist das andere? Ja, der Tatort läuft seit ewigen Zeiten und das ist nur ein Merkmal für ganz, ganz viele Krimiserien, die ja schon seit Jahrzehnten laufen. Also das heißt irgendwie die Lust auch am anderen, und zwar am deviant anderen, dem man frönen kann, das spielt eine gewisse Rolle. Und das ist dann wieder die Frage, was war zuerst da, die Henne oder das Ei? Bedienen die Medien nur einen Markt, der nachgefragt wird? Oder ist es so, dass die, also dann sind die Rezipienten letztendlich jene, die entscheiden, weil wir wollen das sehen, deswegen zeigen die Medien das. Oder ist es eben so, dass Medien da stärker auch eine agierende Rolle haben und sagen, nee, also wir agieren schon selbst und gestalten auch schon selber Felder. Und das ist natürlich wie so oft sowohl das eine als auch das andere. Wenn ich nur Krimis im Fernsehen habe und nur Krimis rezipieren kann, dann bleibt von der Dokumentation nicht viel übrig. Umgekehrt natürlich bietet es den Medien auch die Möglichkeit, eben anderes zu produzieren. Also das ist eine schwierige Frage, die man so kaum beantworten kann. Der Punkt ist nur, es ist da. Es ist da. Also wir haben die entsprechenden Formate und wir haben solche Formatanpassungen, die immer wieder vonstatten gehen. Also Securitainment, Sicherheit wird heute nicht mehr nur krimitechnisch. Früher war es Toto und Harry, die gibt es ja mittlerweile, glaube ich, nicht mehr. Werden solche neuen Formate gesucht, das Ordnungsamt, was umherläuft und die dreckigen Küchen zeigt quasi und wir danach mal eine Woche keine Pizza mehr essen, aber dann doch wieder, Entschuldigung, also nicht, dass das jetzt falsch verstanden werden kann, aber dass sozusagen so versucht wird, natürlich Aufmerksamkeit zu generieren und, naja, vermeintliche Unterhaltung natürlich auch. Ja. Ja, dann wollen wir uns jetzt noch der Personen und Berufsgruppe, die bisher noch kaum zu Wort gekommen ist, zuwenden, nämlich der Justiz, die an einem bestimmten Punkt sozusagen der Garant ist, dass die Seele des ängstlichen Menschen befreit wird, dadurch, dass sie die Menschen wegsperren, die da stören oder vermeintlich stören. In welcher Position befindet sich die Justiz überhaupt in diesem Fragespiel zwischen gefühlter und realer Angst? Also welche Position nehmen Sie da ein? Ja, zunächst mal fällt mir bei Ihrer Frage auf, dass Sie relativ schnell wieder auf die Kriminalität kommen. Das ist auch unser Thema. Aber ich glaube, Sicherheit muss viel umfassender, das hat der Professor Singelstein auch schon belegt, viel umfassender aufgefasst werden. Und Justiz hat ja viel mehr als nur den strafrechtlichen Bereich, für den wir immer wahrgenommen werden. Wir schaffen ja auch Sicherheit, zum Beispiel über ein Vereinsregister, wo man eben weiß, wer ist der Vorsitzende, wenn ich da einen Vertrag abschließe, oder über ein Handelsregister oder über Insolvenzrecht, wie auch immer, Zivilrecht. Das heißt, die Justiz ist viel, viel breiter aufgestellt. Aber da komme ich zu dem Punkt, den ich eigentlich nochmal ansprechen wollte, nämlich Sicherheit.
Wir haben heute gehört, Sicherheitsgefühl, das Gegenteil ist eigentlich so Unsicherheitsgefühl. Ich will das noch um eine Facette bereichern und dann kommen wir relativ schnell auch zum Recht. Ich glaube, es gibt noch ein anderes Spannungsfeld, nämlich Sicherheitsgefühl einerseits und das, die Bereitschaft einer Gesellschaft, Risiken einzugehen. Und ich stelle fest, dass wir in unserer Gesellschaft immer weniger bereit sind, Risiken einzugehen. Und wenn man das allgemein sieht, dann glaube ich, Gesellschaften, in denen Armut herrscht, in denen soziale Verzweiflung herrscht, Naturkatastrophen und so weiter, die sind schneller bereit, Risiken einzugehen, um nach oben zu kommen. Wir sind eine Gesellschaft, die relativ weit oben ist, sich relativ im Wohlstandsniveau schon ganz gut befindet und deswegen weniger bereit ist, Risiken einzugehen und die Sicherheit immer mehr betont. Das merken wir bei vielen Dingen. Lehrer, die einen Klassenausflug zum Beispiel planen, haben heute viel mehr Bürokratie, weil natürlich mal was passiert ist auf solchen Klassenausflügen, zu bewerkstelligen. Oder nehmen Sie alleine die Brandschutzvorschriften. In meiner Gegend hat man eben alle Pensionen kaputt gemacht, weil die alle eine zweite Brandschutztreppe einführen mussten. Mit der Folge, jetzt kommen keine Touristen mehr, dann gehen die Restaurants kaputt. Spirale nach unten, weniger Wohlstand. In 50er, 60er, 70er Jahren wurde das noch anders beantwortet. Da hat man eben gesagt, ja, wir gucken auch wirtschaftlich uns das an und gehen das Risiko bewusst ein. Diese Beispiele machen deutlich, eine Gesellschaft sucht immer ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Sicherheit und Risiko. Und da kommt das Recht ins Spiel. Das zentrale Instrument, um Sicherheit herzustellen, ist nämlich für einen Staat das Recht. Das ist das Einzige, womit er letztendlich Handlungsanweisungen an seine Bürger geben kann. Und mit der Ausweitung der Sicherheit in unserer Gesellschaft, der Zurückdrängung von Handlungsfreiheit und ungeregelten Bereichen, wird das Recht immer weiter ausgedehnt und, so meine Befürchtung, überdehnt. Und damit kommen wir dann in einen Bereich, wo wir uns fragen müssen, können wir dieses umfassende Recht, was wir jetzt gestaltet haben und immer noch weiter ausdehnen, können wir das überhaupt noch umsetzen? Und damit sind wir dann in dem Bereich letztendlich der Rechtsdurchsetzung. Und mir fällt auf, dass die drei Bereiche, die Sie angesprochen haben, IS, G20 und Chemnitz, letztendlich alle drei was mit Rechtsdurchsetzung zu tun haben. Nämlich beim IS gab es dann den Islamischen Staat, der entstehen konnte, weil andere Staaten verfallen sind, weil sie ihr Rechtssystem nicht mehr aufrechterhalten konnten in diesem Gebiet. Und von da aus strahlte der IS dann seinen Terror hierhin. Seit Juni 2014 war es, hatte der Islamische Staat seine Macht ausgerufen und da gab es im Jahr über 6.000 Terroranschläge in der Welt. Jetzt mit dem Verfall geht das immer weiter runter, wir sind jetzt unter 2.000 Terroranschlägen. Also das hat ganz klar was mit Rechtsdurchsetzung zu tun und auch G20 und Chemnitz, die ich insoweit in einem Zuge nennen will, haben auch was mit Rechtsdurchsetzung zu tun. Da hat sich nämlich der Staat zurückgezogen aus bestimmten Bereichen und hat Demonstranten Freiraum gelassen, den sie nicht hätten haben dürfen. Und als Jurist ist mir zunächst mal egal, ob dann linke oder rechte Parolen gerufen werden. Das durfte so nicht sein und das nimmt eben der Bürger auch als Versagen der staatlichen Organe wahr. Und da sind wir bei der Justiz letztendlich und bei der Rechtsdurchsetzung. Und da müssen wir auch als Deutscher Richterbund feststellen, dass wir nicht da sind, wo wir sein wollen. Ich nenne einzelne Stichworte. Im Schnitt wird jede Woche jemand aus der Untersuchungshaft entlassen in Deutschland, weil die Verfahren zu lange dauern. Es gibt immer mehr Einstellungen nach Ermessensgesichtspunkten. Die Strafverfahren vor den Landgerichten dauern immer länger. Es gibt Strafrabatte. 30% der Wirtschaftsstrafverfahren enden mit Strafrabatten, weil das Verfahren zu lange gedauert hat. Das alles sind Dinge, die so ein Rechtsstaat sich nicht leisten sollte und wo ich deshalb dringend Handlungsbedarf sehe. Ganz kurz zu den Folgerungen aus meiner Sicht. Wir sollten wieder auch das Verhältnis von Sicherheit und Risiko diskutieren. Wir sollten Risiken nicht als immer was ansehen, was unbedingt vermieden werden muss, sondern Freiräume, die Risiken in sich beinhalten, führen ja letztendlich auch zu Handlungsoptionen. Und da komme ich dann auch zu dem Thema Migration, was angesprochen wurde, No-Go-Areas für Migranten. Ja. Auch da ist es eben so, dass wir die Chancen der Migration vielleicht in unserer Gesellschaft zu wenig sehen, auch wieder den Sicherheitsaspekt zu sehr betonen, der natürlich mit Migration dann auch nochmal aufgeworfen wird. Also plädiere für ein ausgewogenes Verhältnis von Sicherheit und Risiko. Recht muss beachtet werden. Mir fällt in der Diskussion immer auf, wo Recht nicht beachtet wird, sind sofort die Gesetze falsch. Und es wird sofort ein Politiker sich finden, der nach neuen Gesetzen und nach härteren Gesetzen ruft. Das halte ich für falsch.
Ein Rechtsverstoß ist zunächst mal der Aufruf, das Recht durchzusetzen. Dann muss der Staat aber auch in der Lage sein, das Recht in der Tat konsequent umzusetzen. Das ist eine Frage von Ausstattung, Personal und rechtlichen Situation von Polizei, Staatsanwaltschaft und Justiz in dieser Kette. Und schließlich ist mir ein Punkt zum Abschluss noch ganz wichtig. Wir sprechen ja letztendlich auch bei Unsicherheit immer über Vertrauen. Haben die Menschen in unserem Land Vertrauen zu den Menschen, die es regeln sollen, sage ich mal so. Und da haben wir schon auch so etwas, auch bei der Justiz, in Richtung Vertrauenskrise. Und wichtig ist mir, dass wir dann natürlich auch mit den Menschen, mit der Bevölkerung ins Gespräch kommen. Woran liegt das? Und dass die auch mal Ansprechpartner sehen. Deswegen gehe ich auch gerne auf Was Diskussion. Verstehen Sie unter Vertrauenskrise gegenüber der Justiz? Gegenüber der Justiz, aber auch gegenüber der Führungsebene. In unserem Staat gibt es das schon. Ja, wenn Sie die Umfragewerte schauen, 2/3 der Bürger sagen zum Beispiel, ob ich vor Gericht gewinne oder nicht, hängt nicht davon ab, dass ich Recht habe, sondern dass ich den besseren Anwalt hatte. Oder dass ich Glück mit dem Richter hatte. So, das sind Dinge. Das ist nicht so. Nein, das hoffe ich nicht. Wir sehen es jedenfalls an. Ja, Sie würden bei den 2/3, wenn ich Ihre Frage höre, sich befinden. Das sehe ich als Appell, Sie noch zu überzeugen. Das darf natürlich ein Rechtsstaat sich nicht so erlauben, weil das Willkür wäre. Es kann ja nicht sein, ob der Richter gerade Urlaub hat oder nicht, ob ich den Prozess gewinne. Sondern das muss natürlich nach objektiven Maßstäben gehen. So, und da sehe ich uns auch in Richtung Vertrauenskrise unterwegs. Kriminalität ist ein Baustein. Ich führe zum Beispiel unentwegt auch in Talkshows Diskussionen, Stichwort lasche Richter, versuche da immer gegenzuhalten und zu sagen, ja, Kriminalität sinkt doch, also machen wir doch vieles richtig. Aber man merkt an diesen einzelnen Bausteinen, dass wir einfach miteinander besser und mehr sprechen müssen und mir kommen zu schnell dann in der Debatte auch solche Sachen wie der Bürger nimmt die Fakten nicht wahr, einerseits. Andererseits sagen die Bürger, ihr seid im Elfenbeinturm und seht die Realität nicht. Das heißt, es gibt einen ziemlich stringenten Riss und den müssen wir einfach überwinden und das geht nur durch Debatten. Und dann, glaube ich, können wir das Vertrauen auch wieder gewinnen, um das Recht dann auch für den Bürger verständlich durchzusetzen. Herzlichen Dank. Ja, herzlichen Dank, Herr Gieser. Ich möchte jetzt die Runde tatsächlich schon in kühnem Sprung auch mit an Sie öffnen und Sie mit hereinnehmen, wenn Sie mir dezent ein Handzeichen geben, wenn Sie eine Frage an einen der drei Herren haben. Denn die Veranstalter haben mir mit einer sanften Strenge suggeriert, dass die Suppe eisekalt wird und dass die sich nicht nach hinten verschieben lässt. Insofern müssen wir hier ein bisschen zügig arbeiten. Also geben Sie mir ein Handzeichen, die Mikrofone sind hier irgendwo unterwegs, wenn Sie eine Frage haben. Keine. Haben Sie Hunger? Ach so. Gut, in Anbetracht der Tatsache, da ist noch eine Frage. Ja, die junge Dame hier in der zur dritten Reihe. Sagen Sie auch kurz Ihren Namen. Bishra Tekili heiße ich. Vielen Dank für die Beiträge. Ich habe eine Frage zu der Vertrauenskrise gegenüber der Justiz. Welche Lösungen, welche Gedanken haben Sie diesbezüglich, wenn wir lösungsorientiert an der Vertrauenskrise arbeiten wollen? Vielen Dank. Zunächst mal ist das für mich das, was die Polizei schon macht. Justiz muss sich mehr zeigen, mehr erklären. Wir kommen von einem sehr niedrigen Niveau. Die Bundesgerichte zum Beispiel hatten bisher nur einen einzigen Pressesprecher, alle 5 Bundesgerichte, die es gibt. Das ist natürlich viel zu wenig, ist jämmerlich, die Politik hat da reagiert und jetzt kriegt jedes Bundesgericht einen Pressesprecher. So fangen wir an. Wir brauchen Pressesprecher natürlich bei allen Amts- und Landgerichten, dass wir auch operativ nach vorne arbeiten und nicht immer nur auf Anfragen reagieren, sondern auch mal schauen, welcher Fall könnte denn relevant sein. Wir müssen dann aber auch wegkommen davon, dass wir nur einzelfallweise argumentieren, sondern wir müssen dahin kommen, dass wir den Gesamtzusammenhang darstellen. Was macht eigentlich Justiz aus? Oder ist Jugendstrafrecht zu milde? So, diese Fragen müssen wir im Gesamtzusammenhang begründen und belegen und mit dem Bürger debattieren. Ich persönlich stelle mich der Diskussion. Ich habe zum Beispiel im letzten Jahr bestimmt 20 Bürgerdialoge geführt vor Ort, in Volkshochschulen, in Stadtbibliotheken und so weiter, wo jeder Bürger der Stadt kommen konnte,
das fängt erst an, sowas würde ich mir viel, viel mehr wünschen, denn ich sage, das Recht, was wir anwenden, es ist ja eigentlich gar nicht das Recht der Juristen, es ist das Recht der Bürger, denen die Bürger ihr Leben gestalten sollten. Und insofern, glaube ich, müssen wir den Bürgern auch das Recht viel, viel mehr und besser erklären. Es sind keine Zauberformeln, die wir da vorne verkünden, sondern es hat alles, sollte alles Hand und Fuß haben. Und ich erlebe auch sehr oft berechtigte Fragen der Bürger, wo ich dann aus diesen Diskussionen selbst mit großer Bereicherung wieder rauskomme. Vielen Dank. Also mehr Pressestellen. Wieder eine Zulieferung für die Medienlandschaft, was Schickes draus zu machen. Noch eine Frage. Da hinten, ja, oh, zwei. Dann mit diesen beiden beschließen wir dann aber. Die, ja. Schönen guten Tag, mein Name ist Harald Ehrlich. Ich habe eine Frage an Herrn Dr. Biedlow. Herr Dr. Biedlow, in Anspielung auf den Vortrag von Herrn Dr. Singelstein hatten Sie gesagt, wir bewegen uns weg vom Faktischen. Das heißt, wir nutzen das Sicherheitsgefühl sehr, sehr stark, auch für die Argumentation, weshalb verschärfte Sicherheitsgesetze überhaupt mehr Sanktionen notwendig sind. Heißt das eigentlich im Umkehrschluss, dass der Appell lauten muss, das Postfaktische mal wieder zurückzudrehen und eigentlich mehr zum Faktischen zu kommen? Das heißt, mehr dahin zu gehen, dass man sich Kriminalität anhand von Zahlen und Fakten anguckt und weniger das Sicherheitsgefühl als bestimmende Größe nimmt. Ja, vielen Dank für die Frage. Das heißt es für mich gerade nicht. Also es ist genau umgekehrt, um es mal zuzuspitzen. Weil ich eher ein Vertreter bin, der, wenn man das jetzt erkenntnistheoretisch, nicht bei der Philosophie, aber wenn man da eingehen würde, die Frage stellen kann, was ist ein Faktum? Gibt es das überhaupt? Ja? Gibt es überhaupt ein Faktum? Gibt es überhaupt die Möglichkeit, sozusagen also, so etwas wie ein Faktum als Mensch wahrzunehmen? Also wie gesagt, so weit muss man nicht gehen. Aber der Punkt ist, das, was wir sehen, natürlich den anderen Punkt, die... Wir haben gerade diese Framing-Debatte bei der ARD, ja? Also wenn man natürlich das Semiotische, das Bedeutungsaufgeladene möglicherweise zu scharf stellt, dann verliert man einen rechten Weg sozusagen, dann dreht man es vielleicht in die andere Richtung stark. Nein, ich glaube einfach, dass es nichts anderes gibt als den Diskurs, als die Auseinandersetzung über diese Aspekte, die fortwährend nachzujustieren sind. Und ob es viel oder wenig Kriminalität gibt, es gibt Gesellschaften, wo es viel mehr Kriminalität gibt, die Leute sich aber nicht so viel, also nicht so stark darum scheren wie beispielsweise wir hier. Also das heißt, man kommt mit dem Begriff des Faktums, der ist eine Hilfsleistung und den will ich uns auch nicht nehmen, aber wir setzen Fakten durch das Gesetz zum Beispiel, ja, das heißt, wir konstruieren da ein, und das ist gut so, und da halten wir uns auch dran in der Regel, und das ist wirksam, aber es muss natürlich fortwährend auch nachjustiert werden. Ja? Also das heißt, das passiert ja auch über die Legislative und dann über die Judikative. Also man kann... der Blick auf die Fakten, das ist ja das, was wir ja auch im Moment sehen mit dem Begriff des Faktischen und des Postfaktischen und das Fake News, was ja der Donald Trump immer ganz gerne nutzt sozusagen, oder eben diese kommunikativen Verwirrspiele, die man beispielsweise auch vielleicht aus Russland kennt oder so, also solche Störfaktoren, um alles wiederum immer auch natürlich in Frage zu stellen. Ich glaube, dahin zielt Ihre Frage, was bleibt eigentlich dann noch? Ja, also wenn man, was bleibt uns dann? Und bleibt uns dann eigentlich nicht nur der Zugriff auf die Fakten sozusagen, um irgendwie eine Handhabung zu haben? Wenn es diskursiv erzeugte Fakten sind, also das heißt, ich springe sozusagen a posteriori den Sprung nach vorne, also wenn es diskursiv erzeugte Fakten sind, also sprich eine Gemeinschaft, eine Gesellschaft kommt überein, ja, also sozusagen so eine Habermasch zur Kommunikationsgesellschaft. Wenn wir dann zu einem Ergebnis kommen, dann gilt dieses Ergebnis, und das ist so sozusagen, das gilt so stark wie ein Faktum, weil es ein diskursiv erzeugtes Faktum ist. Und ich bin der Meinung, dass Kriminalitätsfurcht auch ein diskursiv erzeugtes Faktum ist. Und dass wir uns deshalb der Kriminalitätsfurcht entsprechend auch wie einem Faktum
dem uns zuwenden müssen, weil nur dann können wir Präventionsmaßnahmen, dann können wir Praktiken, soziale Praktiken entwickeln, um uns so einer Form dann auch zuzuwenden und das für unsere gesellschaftlichen Interessen dann auch, so wie wir gerne gemeinsam leben wollen, das so ausgestalten zu können. Wobei wir vielleicht dann noch klären müssen, ob reden wir jetzt wirklich über Kriminalitätsfurcht, die ja wohl gar nicht so fürchterlich gestiegen ist, sondern über welche diffusen Ängste reden wir denn eigentlich? Und das scheinen sehr, sehr viele aus unterschiedlichen sozialen, mentalen, psychischen und so weiter Kategorien zu sein, die noch gar nicht richtig gegliedert sind. Genau, also deswegen fand ich den Punkt, wir sind ja jetzt hier, also Aufhänger ist natürlich die Kriminalitätsfurcht, aber Herr Singelstein hat es ja auch schon mal so ein bisschen auseinandergefriemelt. Es geht natürlich darum, dass wir mit diesem Begriff wiederum auch ja also einen Frame setzen, einen Rahmen setzen, der so eindeutig natürlich nicht ist. Sondern Furcht ist eine emotionale Kategorie und die wird aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Aspekten meines Lebens wird die gespeist. Da spielt Kriminalität eine Rolle, da spielt die Sicherheit meines Arbeitsplatzes eine Rolle, da spielt die Stabilität meiner sozialen Beziehungen zu meinem Mann, zu meiner Frau, je nachdem, welches Gusto da eine Rolle spielt. Das ist halt wichtig, ja? Wie das Verhältnis zu meinen Kindern ist und so weiter und so fort. Und noch viele, viele andere mehr. Natürlich auch solche Sachen wie Trump oder so etwas wie, dürfen deutsche Autos nicht mehr nach Amerika ohne Zoll und so weiter und so fort. Also das heißt, das ist auch eine Frage. Genau, also sozusagen eine Melange aus Aspekten, die da wirksam sind. Ja. Wir haben noch eine Frage. Vielen Dank, Dietz, Stadt Osnabrück. Eigentlich keine Frage, sondern eine Anmerkung. Mir fällt sehr stark auf, dass sich durch diesen heutigen Vormittag so ein roter Faden des statistischen Relativierens zieht. Und da habe ich ein gewisses Unbehagen, Herr Dr. Ellermann. Sie haben vorhin statistisch völlig richtig gesagt, dass das Risiko, einen Terroranschlag zum Opfer zu fallen, sehr gering ist, viel geringer als bei Krebs zu erkranken oder allen vielen anderen Dingen. Fast jeder Weihnachtsmarkt in Deutschland wird durch die von Herrn Maßmann bereits erwähnten Betonsperren gesichert. Viele andere Sommerfeste auch. Wenn ich eine öffentliche Veranstaltung besuche, ich nenne mal an, Tag der offenen Tür, bei einem Ministerium in Berlin, muss ich mich fast bis auf die Unterhose ausziehen. Also ich muss für mich sagen, das ist eigentlich nicht ein Land, in dem ich gut und gerne lebe. Und da erwarte ich eigentlich eine ganz klare Kante, die gefahren werden muss von allen, die hier wirklich gerne leben wollen. Vielen Dank. Ja, danke für den Kommentar. Ich habe die Statistiken auch nicht zitiert, um Ängste zu relativieren, sondern ich habe diese Statistiken eingeführt, letztlich um die Debatte zu verobjektivieren. Aus datenschutzrechtlicher Sicht ist einfach Fakt, dass eine historisch geführte Debatte dazu führt, dass Grundrechte überbordend eingeschränkt werden. Das ist eine Sorge, um die wir uns auch kümmern müssen. Auf der anderen Seite ist auch eine Realität, dass wir als Polizei die Tools brauchen, um unsere Arbeit machen zu können, um für eine sichere Gesellschaft sorgen zu können. Und wenn ich über sichere Gesellschaft spreche, dann spreche ich jetzt nicht von 100% Sicherheit. Also der Umstand, dass es immer ein Element an Unsicherheit gibt, der ist sehr wohl verstanden, auch auf Polizeiseite. Ein kurzer Kommentar noch, wenn ich heute Morgen so zugehört habe, habe ich ein bisschen den Eindruck gekriegt, dass hier die Auffassung vorherrscht, die Bedrohungslage sei über die letzten Jahrzehnte gleich geblieben und gleichzeitig würde der Polizei und anderen Sicherheitsbehörden zunehmend Befugnisse eingeräumt. Ich glaube, ein Aspekt, der hier übersehen wird, ist, dass wir auch Entwicklungen haben, die neue Gesetzesinitiativen notwendig machen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt an den Cyberbereich denken oder sowas, wenn man die Verschlüsselungsdebatte, Encryption denken, dann wage ich mal zu sagen, innerhalb von 5 Jahren von heute wird es überhaupt keine Kommunikation mehr geben, die nicht end-to-end verschlüsselt ist. Und so sehr wir als Law Enforcement Community verstehen, dass es Anonymisierung geben muss im digitalen Alter, so sehr müssen wir auch insistieren, dass wir für solche Situationen die Mittel bekommen müssen, um dennoch noch Sicherheit gewährleisten zu können. Und das ist meine Overall-Message sozusagen, beides liegt uns sehr am Herzen.
und wir treten für beide Werte ein. Wir müssen aber dafür sorgen, dass es in der Praxis auch funktionieren kann. Und dazu kann ich heute Nachmittag noch mehr Praktisches beisteuern. Danke. Vielen herzlichen Dank, Herr Ellermann. Das war schon das Schlusswort für diese Runde und schon die Überleitung für die Zeit nach dem Mittagessen. Die Fokusrunden, Sie haben die Gelegenheit, ja jeweils zwei Workshops hintereinander zu besuchen. Wir beginnen aufgrund der leichten Verzögerung jetzt um 14 Uhr in einer Stunde. Im zweiten Obergeschoss ist alles perfekt ausgezeichnet. Sie finden den Workshop Ihrer Sehnsucht dort und dann übernehmen die Workshopleiter. Und nach einer Stunde ist Wechsel und Sie können dann nochmal einen besuchen. Und ganz am Ende treffen wir uns alle hier wieder. Jetzt aber zum wesentlichen Punkt. Ein großer Dank an Dr. Jan Ellermann, dass er zu uns gekommen ist. Herr Jens Gnieser und Dr. Daniel Bittlow, herzlichen Dank. Bevor Sie